Ja, herzlich willkommen heute zu einem Kurzvideo von CapTrader. Wir schauen uns an Lumber, auf Deutsch Bauholz. Ja, wie ist die Performance in diesem Jahr? Sie sehen schon, es geht durch die Decke, das Holz sozusagen. Und zwar besser als Gold. Deswegen die Frage, ist jetzt das Holz das bessere Gold? Fragezeichen. Was meint ihr dazu? Hier kurze Vergleichschart, also wenn wir uns das mal anschauen, prozentual im Vergleich zum Gold-Future, jetzt auf Jahressicht, sehen wir also knapp 60% Anstieg hier bei dem Lumber-Future und knapp 32% bei Gold. Also Gold ist ja auch sehr, sehr stark gestiegen, gerade in den letzten Tagen und Wochen. Aber wir haben hier nochmal den etwas unbekannteren Future rausgeholt, Lumber. Und den wollten wir uns hier aktuell mal anschauen, weil er halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes durch die Decke geht. Wenn wir uns das anschauen, hier die Future Performances, und zwar auf Jahressicht, Year to Date, dann sehen wir ganz klar vorne Lumber mit 74%. Gegenüber dem Volatilitätsindex dann gefolgt von Silber und Gold hier bei 49 und 28% hier bei Gold. Auf Jahressicht sieht das noch viel krasser aus. Ja? Also Lumber 113% Anstieg und dann kommt für Silber, Palladium und dann haben wir auch den Nasdaq 100 mit 48%. Das sind die Futures, die hier in einem Jahr am stärksten gestiegen sind. Ja, wie kann man das Ganze handeln? Also hier auch bei uns, bei CapTrader, haben Sie die Möglichkeit, die Futures zu handeln. Wenn Sie jetzt sagen, okay, ist mir vielleicht doch ein bisschen zu groß, die Kontrakte, dann gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten über ETFs und dergleichen. Da machen Sie sich dann bitte schlau im Internet. Was interessant ist, wir können uns mal die Baumärkte anschauen als wie sind die gelaufen? Also in erster Linie bekannt natürlich Home Depot. Hier auch ein krasser Aktienchart. Year to date 27% vorne. Starker Anstieg auch seit dem Tief hier. Oder Lovis Companies auch ungefähr bei 28% im Plus. Ja, das ist einfach mal eine kurze Einschätzung zu Lumber. Sicherlich für den einen oder anderen noch etwas unbekannt, aber interessante Entwicklung aktuell. Gut, das war's von meiner Seite. Wünsche ich Ihnen noch einen schönen Rest Freitag, schönes Wochenende und gute Trades.